Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Abschlusspressekonferenz der Frühjahrsvollversammlung im schönen Kloster Schöntal. Ich nutze die Gelegenheit gerne, mich vor allen Dingen mal bei Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen aus den Medien, zu bedanken, dass Sie den Weg bis hierher gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich und das, finde ich, haben die Bischöfe auch sehr zu schätzen gewusst in diesen Tagen. Ich danke herzlich dem Kloster Schöntal für die wunderbare Gastfreundschaft, meinem Kollegen Uwe Renz für die Zusammenarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und danke dem Domradio, das diese Pressekonferenz streamt. Auch katholisch.de hat letzten Tage viel gestreamt. Auch dafür herzlichen Dank für diese Kooperation. Herr Kardinal Marx wird kurz in den Pressebericht einführen, nicht alles vorlesen und danach kommen Ihre Fragen und seine Antworten. Pater Dr. Langendörfer, Sekretär der Bischofskonferenz, kennen auch schon alle vom ersten Tag an. Herr Kardinal. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite aus sehr herzlichen Dank, dass Sie unsere Bischofskonferenz hier in Schöntal sehr aufmerksam begleitet haben. Ich habe nicht alles lesen können, natürlich, weil ich die Sitzung leiten muss und dann viele Sachen vorbereiten muss, konnte ich nicht alle Zeitungen oder erst recht kein Fernsehen und Radio hören. Aber ich denke, ich bin gut informiert und das sagt mir, dass die Aufmerksamkeit hoch war. Und das freut mich sehr. Wir hatten ja etwas Sorge, das entlegene Schöntal könnte dazu führen, dass auch die Bischofskonferenz mit ihrer Diskussion etwas aus dem Blickfeld gerät. Aber wir haben eben diesen entlegenen Ort dann auch genutzt, um gar nicht entlegene Themen zu behandeln, nämlich Themen, die wirklich sehr aktuell sind und auf den Nägeln brennen. Und insofern kann ich verstehen, dass viele Menschen sich auch fragen, was ist dort in der Bischofskonferenz behandelt worden, was ist diskutiert worden. Und das freut mich natürlich. Wir haben heute noch einmal ausführlich über das Thema kirchliches Engagement für Flüchtlinge, gesprochen. Ich hatte ja in der Woche schon angekündigt, dass wir Leitsätze verabschieden wollen, die Ihnen jetzt vorliegen. Das soll kein umfassendes Papier sein und ist es nicht, wie es etwa das gemeinsame Wort in den 90er Jahren war, und der Fremde, der in deinen Toren ist, mit 80 Seiten, eine theologische Grundlegung auch über das, was wir zu Flüchtlingen, zu Migration sagen, aber doch eine Vergewisserung in dieser Situation, auch für die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch für die Öffentlichkeit, für den Weg, den die Kirche jetzt zu gehen hat, konkret in dieser Situation in Deutschland, was sind die Leitplanken, was sind die Leitsätze, woran orientieren wir uns, das liegt jetzt Ihnen vor. Und da geht es uns um einige, wie man heute sagt, Basics, dass jeder Mensch menschenwürdig behandelt wird, ein faires Verfahren bekommt, dass die politischen Fragen auch orientiert sein müssen an Prinzipien, die sich dann auch durchtragen müssen, wenn es mal stürmisch wird, wenn es schwierig wird, dass die Herausforderung für die Kirche nicht nur ist, Politik zu beurteilen und zu begleiten. Das ist sicher auch unsere Aufgabe, Politik möglich zu machen, sagen wir, wir sind keine Politiker. Aber dass wir dann auch die Aufgabe haben, praktisch etwas zu tun. Das eine ist, mitzuhelfen, dass in der öffentlichen Debatte eine Kultur des Respektes, des Miteinanders, des Gemeinwohls, der Orientierung an der Würde jedes Menschen immer wieder spürbar ist. Und das andere ist, dass wir praktisch auch einlösen mit den Mitteln, die wir haben, mit den Personen, die wir haben, mit den Institutionen, die wir haben, was wir dort verkünden. Und das ist, meine ich, schon, denke ich, in beeindruckender Weise in vielen, vielen Bereichen der Kirche der Fall. Das gilt für die evangelische Kirche genauso, aber auch für uns. Es waren ja während dieser Tage dann, während dieses Studientages, mehr konnten gar nicht untergebracht werden, 10 Projekte hier, die einmal ihre Arbeit vorgestellt haben. Aber das könnte man natürlich unendlich weiter aufzählen, was noch alles an Projekten in Pfarreien, in der Caritas, in Institutionen gemacht wird. Und daran wollen wir weiterarbeiten. Ein wichtiger Auftrag für die Kirche wird sein, an der Integration, an der Begegnung, am guten Gelingen des Miteinanders, derer, die zu uns kommen, beizutragen dazu. Das ist unsere Aufgabe. Wir sehen unsere Kompetenz durchaus darin, Menschen zueinander zu führen, auch in Respekt vor anderen Weltanschauungen und Religionen, im Miteinander ein Gemeinsames zu gestalten. Unser Menschenbild bedeutet, jeder Mensch ist Kind Gottes. Das sind die Leitsätze des kirchlichen Engagements und ich möchte vor allen Dingen unterstreichen, dass diese Leitsätze noch einmal eine
Ermutigung auch sein sollen, weiter voranzuschreiten. Manche sagen ja, das Engagement nimmt ab. Ich habe mit vielen gesprochen, ich habe noch keine Statistik. Man müsste vielleicht eine Untersuchung mal in einiger Zeit, in ein, zwei Jahren einmal machen über diese ganze Zeit. Aber ich kann nicht erkennen, dass das Engagement abnimmt. Es verändert sich, manche gehen, das ist ja auch verständlich, andere kommen hinzu. Ich kann nicht erkennen, dass hier das kirchliche Engagement bei den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zurückgeht. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Und das soll nochmal eine Ermutigung sein, weiterzuarbeiten. Ein weiterer Punkt, den ich aus dem umfangreichen Pressebericht, der Ihnen ja vorliegt, den ich nicht vorlesen möchte, herausgreifen möchte, ist auch für uns eben in Deutschland von besonderer Bedeutung das Reformationsgedenken. Healing of Memories, wir haben einen umfangreichen Text, der evangelisch-katholisch im Augenblick abgestimmt wird, aber noch nicht veröffentlicht ist, diskutiert, besprochen. Ein Text, der eben auch hinführen will dazu, dass wir im Jahre 2017, im Jahr des Reformationsgedenkens, auch Gottesdienste feiern, sowohl auf der Ebene der Bischofskonferenz und des Rates der EKD, wie auf den regionalen Ebenen in den Diözesen, damit wir auch in unsere Vergangenheit hineinschauen. Healing of Memories, das ist so ein Begriff geworden aus der ökumenischen Erfahrung, dass Kirchen auch miteinander sich auf den Weg machen und eingestehen, wir haben auch Verantwortung für das, was geschehen ist. Wir haben auch Schuld auf uns geladen. Nicht wir vielleicht, aber wir vielleicht auch. Das muss man im Einzelnen immer anschauen. Aber in der Geschichte haben sich die Christen auch Wunden zugefügt. Und manchmal geschieht das heute noch. Durch Unachtsamkeit, durch mangelnden Respekt, durch mangelndes Verständnis des anderen, dass ich wirklich wahrnehme, was beim anderen an Schätzen ist und nur auf mich selber schaue. All das sind Versuchungen, die wir im Blick behalten müssen. Das soll also geschehen. Ich glaube, dass das wirklich ein guter Text wird, der wirklich auch in die Geschichte der Reformation in Deutschland noch einmal hineinschaut und von beiden Seiten aus die Verfehlungen, die Versäumnisse gut benennt und die Herausforderungen am Schluss noch einmal deutlich macht. Vor allen Dingen geht es auch darum, dann in einem Gottesdienst, den der Ratsvorsitzende und ich feiern werden, das deutlich zu machen. Dieser Gottesdienst ist auch schon fest geplant. Einen weiteren Punkt möchte ich nennen, Kirche in Europa. Es wird ja gelegentlich auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gefragt, was macht die Kirche in Europa, und deswegen möchte ich das hier auch einbringen. Das war sowieso vorgesehen. Ich bin ja auch Präsident der Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen, COMECE heißt das. Es gibt auch noch die andere bischöfliche Organisation, das sind die Bischofskonferenzen aller Staaten Europas, also auch über die Europäische Union hinaus. Hier geht es um die Kommission, die sich in besonderer Weise mit der Politik der Europäischen Union beschäftigt, wo ich Präsident bin. Und es hat sich ergeben, dass gerade zur selben Zeit am Montag und Dienstag, wie unsere Bischofskonferenz tagt, Bischof Zivkovic von Eisenstadt aus Österreich eine Bischofsversammlung in unserem Auftrag, das haben wir gemeinsam beschlossen in Paris bei unserer Plenarsitzung aller Bischöfe der Balkanroute und auch der Ursprungsländer der Migration einberufen hat. Darüber wird dann berichtet werden, wenn wir die Plenarsitzung demnächst in Brüssel haben. Aber ich möchte unterstreichen, dass eben auch die Kirche in Europa sich durchaus gemeinsam auf den Weg macht. Jedes Land steht vor eigenen Herausforderungen, das ist klar. Und wir wissen, dass viele, viele Flüchtlinge, die meisten nach Österreich, nach Deutschland, nach Schweden wollen, vielleicht nach Amerika, nach Australien. Und deswegen da eine besondere Aufmerksamkeit ist. Aber es gibt dann Prinzipien, die ich auch den Regierungschefs Europas und auch der Europäischen Kommission mitgeteilt habe, die Bischof Zivkovic noch einmal in einem schönen Text zusammengestellt, das habe ich vor Weihnachten gemacht. Für uns ist ganz wichtig, dass gerade in den aktuellen Herausforderungen Europas die Kirche einen Beitrag leistet, dieses Projekt nach vorne zu bringen, zu unterstützen. Es waren Christen, die das Projekt der Einheit Europas auf den Weg gebracht haben. Die christliche Identität Europas, die christlichen Wurzeln Europas waren ja sozusagen Quellen der europäischen Einigungsbewegung.
Und deswegen haben wir eine besondere Verantwortung als Christen, als Kirchen, gerade auch als katholische Kirche, meine ich jedenfalls, an diesem Einheitsprojekt weiter mitzuarbeiten. Und deswegen sehe ich durchaus mit Sorge, dass manche Risse im Haus Europas sichtbar werden und Nationalismen und Stimmungen, die eigentlich europaskeptisch sind und Europa eigentlich abgehakt haben als Projekt, stärker werden. Da arbeiten wir daran und deswegen ist die Arbeit der Comice wichtig. Darüber habe ich berichtet, auch als Präsident der Comice in der Bischofskonferenz. Wir haben einen ersten Durchgang gemacht, hier unter Nummer 12, zu Thesen zum Selbstverständnis und Auftrag katholischer Schulen. Das ist immer wieder ein wichtiger Gesichtspunkt, den wir in die Diskussion hineinbringen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Das gilt ja für alle unsere Einrichtungen. Wir wollen immer wieder überlegen, was ist das katholische Profil, worauf kommt es an, wo müssen wir versuchen, auch nachzuarbeiten. Und da ist die Kommission für die Schulen an einer guten Erarbeitung dran. Ich habe dann auch, und wir haben gemeinsam in der Diskussion klargemacht, dass natürlich das in einer Zeit, wo die Migration eine große Rolle spielt, die Flüchtlinge eine große Rolle spielen, auch zur Identität christlicher, katholischer Schulen gehört, das Thema der Inklusion, das Thema der Integration mit im Blick zu behalten. Das wird ja überhaupt auch ein Thema sein für die nächsten Jahre. Wir haben dann, unter 15 steht das hier, mit Freude zur Kenntnis genommen, dass eine Studie, die untersucht hat, wie steht es eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den kirchlichen Betrieben, besonders in den Ordinariaten, zu einem recht positiven Ergebnis gekommen ist. Das ist natürlich erfreulich, dass hier die Berücksichtigung von Ehe und Familie im Arbeitsalltag und in der Arbeitsorganisation bei uns ganz gut läuft, wie die Untersuchung sagt. Ich darf in diesem Zusammenhang aber auch sagen, dass wir weiterhin das Thema Ehe und Familie intensiv im Blick behalten wollen und wir natürlich besonders dann, wenn das päpstliche Schreiben zur Synode kommt, noch einmal auch unser Projekt eines gemeinsamen Wortes auf den Weg bringen wollen. Vielleicht ganz zum Schluss die Ad Limina-Besuche. Ich möchte doch sehr unterstreichen, und das haben alle Bischöfe gesagt, dass für uns besonders erfreulich und intensiv die vertrauensvollen Gespräche mit dem Heiligen Vater waren. Das ist ja jetzt in einer neuen Weise organisiert. Es sind so Gruppen zu 12, 14 Bischöfen, die dann über eine Stunde, aber dann Zeit haben, eine oder eine Viertelstunde meistens, mit dem Papst wirklich Themen auszutauschen, zu vertiefen, nicht nur ein kurzes Austauschen von Informationen. Und das haben alle als sehr, sehr ermutigend, positiv, vertrauensvoll erfahren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, dass ich den Papst ja zum Ad Limina-Besuch, haben Sie das ja gelesen, auch nach Deutschland eingeladen hatte. Das ist ja länger ein Projekt und ich habe das auch noch mal schriftlich im Januar getan. Und wir haben jetzt die Antwort bekommen, dass er nicht nach Deutschland kommen wird und dass wir das, ich denke mal, für die nächste Zeit etwas ruhen lassen. Das heißt aber nicht, dass das Projekt insgesamt nicht weiterverfolgt wird. Aber für das Jahr 2016 bittet er einfach um Verständnis, dass das in seinem Terminplan nicht mehr unterzubringen ist und auch 2017 nicht, sodass wir einfach jetzt das mal ruhen lassen. Ich wollte Sie aber informieren, weil ich dann nicht immer jedes Mal gefragt werde, wann kommt der Papst. Ich bitte diese Fragen dann für eine Zeit auf ein späteres Datum zu verschieben. Es ist damit erst einmal nicht mehr ein Thema. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kardinal Marx. Ihre Fragen, wenn ich Sie bitten darf, wegen des Streams an das Mikrofon zu gehen, damit man die Fragen hört. Bitte die Kollegin von der ARD. Christine Becker.
Herr Marx, vielleicht könnten Sie uns jetzt nach den 3 bzw. 4 Tagen nochmal zusammenfassen. Sie haben ja mit Ihren Kollegen über dieses Flüchtlingsthema intensiv diskutiert, gestern der Studientag, die verschiedenen Meinungen, trotzdem draußen auch die ganzen Ängste, Befürchtungen. Warum müssen wir aus Ihrer Sicht den Flüchtlingen helfen? Vielleicht nochmal zusammengefasst. Ich glaube, Flüchtlingen zu helfen, das heißt Menschen in Not zu helfen, ist eine christliche Aufgabe und wir würden unsere eigene Identität verraten, wenn wir das nicht tun. In welcher Form geholfen wird, das ist dann immer wieder eine neue Herausforderung, weil die Situation unterschiedlich ist. Aber für uns ist klar und die Richtung ist eindeutig, jeder, der in Not zu uns kommt, der muss menschenwürdig behandelt werden. Er bekommt ein faires Verfahren, das heißt, es wird geprüft, was ist los, kann ein Asylantrag genehmigt werden, wird jemand geduldet, weil er Kriegsflüchtling ist. Und niemand darf zurückgeschickt werden in eine Situation von Krieg und Gewalt und Unterdrückung. Das heißt nicht, dass alle hier bleiben können, das war nie eine These, aber man kann niemanden zurückschicken in eine solche Situation. Und deswegen haben wir auch eine Verantwortung, dann auch eventuell für die, die zurückgeführt werden in andere, in Länder. Aber das heißt nicht, dass wir dann damit nichts mehr zu tun hätten. Da müssen wir auch weiterhelfen, dass Menschen Zukunft haben. Also das ist unsere klare Linie, an der wir nichts geändert haben. Ich sehe keine Veränderung darin in den letzten Monaten. Und unsere Bitte an die Politik ist, hier zusammenzustehen. Problemorientiert zu sehen, was sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, und dann auch wirklich die Agenda abzuarbeiten. Und wir sind auch der Meinung, dass dies nicht in Alleingängen und nationalen Lösungen alleine zu bewerkstelligen ist. Es ist gar nicht möglich. Und dass wir auch hinschauen auf die Situation des Krieges und der Gewalt. Natürlich können wir als Kirche nicht den Krieg in Syrien beenden. Wir können darum werben, wir können darum beten, wir können Einfluss nehmen. Aber wir sind nicht die politischen Akteure. Das ist natürlich einer der wesentlichen Ursprungsgründe der ganzen Krise. Aber wir könnten, und das tun wir, auch hinweisen auf eine neue, intensivere Entwicklungspolitik, die mit dafür sorgt, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Denn die Flucht ist ja nicht das, was wir wünschen, sondern eigentlich, dass die Menschen in ihrer Heimat eine friedliche und gute Zukunft haben. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm. Helfen ist sehr umfangreich. Es geht nicht nur um die konkrete Hilfe, dass ich jemanden nicht ertrinken lasse. Das wäre ein Skandal, wenn das so weitergeht, dass jede Woche Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das ist doch unerträglich. Da helfen, dass das nicht mehr passiert, das ist doch vordringlich. Aber die Hilfe muss dann weitergehen in all die Bereiche hinein, die ich genannt habe. Noch eine Frage hätte ich, wenn ich darf. Heute hat sich Frau Kepetri von der AfD auch zum Thema noch mal geäußert und hat Ihnen und auch der Kirche Verlogenheit und Täuschung in der Flüchtlingsfrage vorgeworfen. Einerseits, weil Sie nicht mit der AfD diskutieren wollen, beziehungsweise die auch als menschenunwürdig oder menschenverachtend kritisiert haben sollen. Und auf der anderen Seite, weil sich die Kirche laut Frau Petri teilweise mehr um sozusagen Muslime kümmert oder sich dafür einsetzt als um verfolgte Christen. Was sagen Sie zu diesen beiden Vorwürfen? Und normalerweise kommentiere ich nicht Texte, die wieder von anderen erzählt werden, was ich gesagt haben soll und was die gesagt haben sollen. Ich habe nichts gelesen. Also insofern fragen Sie mich doch bitte einfach direkt irgendetwas und nicht, was andere gesagt haben sollen. Ich habe über die AfD gar nicht gesprochen, sondern über bestimmte Äußerungen von Personen, die polarisieren und wo ich sage, Leute, jetzt geht es darum, zusammenzustehen. Es ist eine schwierige Herausforderung. Es sind natürlich auch Sorgen da, die müssen ernst genommen werden. Das wäre ja völlig unvernünftig, das nicht zu tun, aber dann in einem Stil des Respektes, des Dialogs, der gemeinsamen Orientierung an den Problemen und der Anerkennung der Würde jedes Menschen, besonders auch der Schwachen, und das sind die Flüchtlinge. Das ist die Perspektive und ich kann nicht erkennen, dass wir nicht alles tun, auch als Kirche, um allen wirklich zu helfen.
Und da kann ich nicht erkennen, dass die Vorwürfe da berechtigt sind, die ich da höre. Aber ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, was die wieder gesagt hat. Das ist immer so ein bisschen, das wird immer zitiert, ein Satz von der hat gesagt. Und ich habe Parteien überhaupt nicht genannt in meinen Stellungnahmen, glaube ich. Kann ich mich nicht erinnern. Aber die Stichworte sind ja von ihr jetzt gefallen, Verlogenheit und Täuschung. Die Politik der Kirche in Sachen Flüchtlingen, Verlogenheit und Täuschung, wenn Sie sowas hören. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Was ist das? Was soll der Verlogenheit? Was ist das? Wieso? Also zum Beispiel eben dieser Punkt, dass sich die Kirche mehr um die Muslime jetzt kümmert, als um die verfolgten Christen in den Ländern. Kann ich nicht erkennen. Wir haben heute intensiv darüber gesprochen auch. Wir haben ja auch eine intensive Bemühung auch um die Seelsorge für die Christen, die kommen. Und wir helfen allen in Not, dass wir in besonderer Weise auch den Christen zugewandt sind. Ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich kann das nicht erkennen. Kann diese Vorwürfe nicht akzeptieren. Wenn sie so geäußert worden sind in den Leitlinien, Leitsätzen, ist das nochmal ausdrücklich formuliert. Auch vielleicht können Sie eben. Leitsatz 9, auch mit Gruß an Frau Petri, ist ja der, wo die Bischöfe heute noch bewusst die Solidarität mit Christen betont haben. Das ist in diesem Papier, das Ihnen vorliegt, vorhanden. Wenn Sie nachher noch Fragen haben, gerne wieder. Ich gehe erstmal die Runde durch, weil viele Fragen sind. Frau Arning, bitte. Upsi. Silke Arning vom SWR. Ich würde da ganz gerne noch mal anknüpfen. Können Sie sich ein Gespräch mit der AfD vorstellen? Was soll das? Was soll das? Ist mit allem, wir sprechen, die Bischöfe sprechen ja zum Teil auch mit den Vertretern vor Ort. Ne? Also ich denke, es geht jetzt darum, Probleme zu lösen. Die Probleme zu lösen der Flüchtlinge. Und nicht eine Debatte zu verschärfen und Debatten in Gang zu bringen, die uns von den Problemen wegführen und zu mehr Polemik und zu mehr Auseinandersetzung beitragen. Ja, Sie haben bloß da keinen Anlass. Ja, Sie haben keinen Anlass. Ich habe noch nie einen Brief bekommen oder irgendwas. Ich wüsste nicht, was das soll. Nee, aber ich wollte nur fragen, weil Sie eben in den Leitlinien auch betont haben, es sei Ihre Aufgabe, auch die Menschen zusammenzuführen, den Dialog zu suchen. Wir wissen vom ZDK, dass Sie nicht mit dem AfD diskutieren möchten auf dem Katholikentag in Leipzig. Also deswegen habe ich diese Frage gestellt. Man musste aber vielleicht mal warten, wie sich das entwickelt, nicht? Wie sich eine Partei entwickelt. Also man muss jetzt nicht sofort also da sagen, es gibt nie ein Gespräch, das weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache mit dem Nie, da bin ich als Bischof vorsichtig. Ja? Nie, das weiß ich jetzt nicht. Ich sehe jetzt im Augenblick keine Veranlassung. Ne? Der Veranstalter vom ZDK, vom Katholikentag bin ich nicht. Bin da nicht mit befasst worden mit der Frage, wie die Podien zusammengesetzt werden. Ich kann verstehen, dass man sagt, wir wollen die Podien zusammensetzen, so dass wir auch an Problemen arbeiten, aber nicht zum Schauplatz von öffentlichen Darstellungen beziehungsweise von Polemiken. Das ist der Punkt. Wenn der Katholikentag oder wenn Foren benutzt werden, die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes zu lenken und nicht auf die Lösung von Problemen, sondern auf Personen, auf Konflikte, die uns ablenken, die Situation verschärfen, die nicht beitragen zur Lösung, sondern zur Emotionalisierung, dann beteilige ich mich daran nicht. Auf keinen Fall. Und das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Wir brauchen eine Versachlichung, wir brauchen eine Orientierung an den Problemen, an den Menschen, an den Schwachen, an denen, die umkommen. Wir reden über AfD und ich weiß nicht was. Und jede Woche ersaufen die Leute im Mittelmeer. Also ich muss doch mal die Prioritäten nennen. Und in Aleppo sind die Leute eingezingelt, eingezwängt und kommen nicht raus. Und Europa wackelt. Ja, Prioritäten setzen. Prioritäten. Das sind die Prioritäten. Und wie begegnen Sie den Christen in Ihren eigenen Reihen, die eben zum Beispiel der AfD und auch Pegida nahestehen? Ich habe noch keinen getroffen. Eine Frage noch, und zwar, weil das Thema sexueller Missbrauch auch ein Thema auf Ihrer Agenda. Wir hatten jetzt jüngst wieder die Regensburger Domspatzen, dass da der Fall doch größer aussieht, als man das anfangs gedacht hatte. Heißt das, also haben Sie darüber debattiert und haben Sie vielleicht auch darüber nachgedacht, die Leitlinien, die Sie sich gegeben haben, zu verschärfen oder nochmal zu überarbeiten? Die Leitlinien werden 2018 sicher nochmal angeschaut, aber die beiden Bischöfe aus Hildesheim und aus Regensburg haben berichtet von ihrer Situation. Das war, glaube ich, ganz gut, dass sie uns informiert haben, damit wir nicht nur aus den Medien etwas hören, sondern das ist dann ausgetauscht worden. Mit einem Ergebnis? Nein, das ist ein Austausch. Wir haben jetzt keinen weiteren Handlungsbedarf.
gesehen, weil die beiden das, glaube ich, in einer sehr guten Weise aufgearbeitet haben in ihren Bistümern. Dankeschön. Kollege von dpa. Dann Kollege Brüggenjürgen. Ingo Brüggenjürgen, domradio.de. Herr Kardinal, wir als Journalisten kriegen ja nicht alles mit, weil wir draußen davor stehen. Aber wir haben doch, wer regelmäßig bei den Bischofskonferenzen dabei ist, hat mitbekommen, dass gerade in der Flüchtlingsfrage die Bischöfe wie eine Wand stehen. Sie haben selber gesagt, die Position hat sich nicht verändert. Sie selber wirkten auch auf den Pressekonferenzen gerade in dieser Frage sehr, sehr engagiert. Wenn man jetzt in den Bericht reinschaut, dann steht da insbesondere die Bischofskonferenzen in Mittel- und Osteuropa schauen skeptischer auf die Aufnahme von Flüchtlingen. Das ist vielleicht schön ausgedrückt. Wir wissen ja, dass es da bisweilen doch sehr kritische Stimmen gibt. Wie sehen Sie die Chancen der deutschen Kirche, gerade auch vor dem Hintergrund, den historischen Hintergrund, den es gegeben hat? Ich brauche Sie mit Ihren Paderborner Wurzeln nicht an den Austausch mit den polnischen Bischöfen erinnern. Aber wie sehen Sie die Chancen, dass die Bischöfe da auch ein Motor werden, an den vielleicht Europa sich wieder dranhängen kann? Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht als Deutsche wieder meinen, wir sind diejenigen, an denen sich alle zu orientieren haben. Das habe ich auch in der Bischofskonferenz gesagt heute Morgen. Ein bisschen aufpassen, Das gilt für die Politik, das gilt aber auch für die Kirche, dass wir immer Motor sein müssen für alles. Ne? Also wir haben schon eine besondere Verantwortung aus der Geschichte heraus. Und wir haben eben gerade, sagen wir mal, im Blick auf Polen, auf Frankreich, eine besondere Geschichte, die wir immer wieder ins Spiel bringen sollten und als Kirche aber dann auch eine gewisse, gerade als katholische Kirche in Deutschland, eine gewisse Zurückhaltung und Demut in diesen europäischen Prozess einbringen. Das weiß ich aus den Gesprächen mit den europäischen Bischöfen auf der Ebene Brüssel, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Aber ich bin Ihrer Meinung, man muss etwas tun für Europa, aber nicht oberlehrerhaft die anderen belehren, sondern mit ihnen zusammengehen, mit ihnen sprechen. Jeder hat eine eigene Erfahrung. Die kleinen Länder haben ihre Erfahrung. Sie haben gerade den Kommunismus, 25 Jahre ist nicht so lange her, abgeschüttelt. Sie werden jetzt konfrontiert mit einer ganz neuen Welt und so weiter. Sie müssen sich neu orientieren in einer pluralistischen, offenen Gesellschaft, an die wir uns schon länger gewöhnt haben und so weiter. Und kommen jetzt in Fragen hinein, die sie sich vorher nicht gestellt haben. Also ich glaube, gerade im europäischen Bereich braucht man auch viel Geduld und aufeinander hören. Auf keinen Fall braucht man sozusagen unsere Belehrung, sondern einen gemeinsamen Weg. Und wenn wir das in guter Weise tun, können wir einen Beitrag leisten. Also ich empfinde es jedenfalls so, auch als meine persönliche Verpflichtung, als Präsident der Komitee, diesen Austausch zu ermöglichen, aber auch zu versuchen, gut zuzuhören. Das fällt mir nicht immer leicht, das ist klar, das ist nicht mal naturell, das ist, weil ich immer auch was machen will. Ne? Ist mir schon, aber das zurücknehmen. Und das, finde ich, ist gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Die Kirche sollte mehr sein als einfach nur die Widerspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern sie sollte auch gesellschaftliche Verhältnisse vom Evangelium her prägen. Dann erst ist sie als in der Spur Jesu. Wünschen Sie sich da manchmal ein Machtwort des Papstes? Machtworte sind so eine Sache, das ist eigentlich, ist das noch modern, Machtworte, ja? Das ist mir neu. Ich dachte, das wäre jetzt out, Machtworte. Also wenn gemeint wird, deutlich sprechen, klar, aber nicht bitte Machtworte in dem Sinne, so, alle die Hacken zusammenschlagen, keiner denkt mehr, ich denke für euch. Das ist vorbei. Und denke, der Papst wird jetzt, wenn er den Karlspreis bekommt, das ist eine gute Gelegenheit, noch einmal auch Europa ermutigen. Er hat das in wunderbarer Weise in Straßburg getan. Habe ich ihm sehr dafür gedankt, dass er dieses Zeichen gesetzt hat, dass Europa auch ein Beispiel geben kann für andere Teile der Welt. Und das wird er sicher auch noch einmal tun. Ich bleibe an diesem Projekt dran. Es ist ein Herzensanliegen von mir, die europäische Einigung und der europäische Weg mit großer Leidenschaft. Das lasse ich mir nicht nehmen, aber ich sehe, dass es eben jetzt eine Phase ist, wo sehr viel mühsame Kleinarbeit und Festhalten an der Hoffnung notwendig ist. Frau Blumrath. Herr Kardinal, Sie hatten darum gebeten, dass wir Sie nicht fragen, wann der Papst nach Deutschland kommt, weder 2016 noch 2017. Jetzt ist aber offiziell, dass der Papst im Oktober 2016 zum Reformationsgedenken der katholisch-lutherischen Kirche nach Schweden reist. Wie bewerten Sie diesen Besuch des Papstes und was würden Sie den Deutschen sagen, wenn er dann nicht auch nach Deutschland kommt?
Ich habe ja immer gesagt, Luther, das ist nicht nur ein deutscher Fall sozusagen. Und wenn wir das wiederum wieder in unserer deutschen Mentalität sagen, das ist ja unser Mann, dann haben wir auch die anderen wieder an die Seite gedrängt. Der Lutherische Weltbund ist eine Weltvereinigung. Und sie möchten nicht gerne einfach nur auf Deutschland reduziert werden wieder. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass der Papst dieses Treffen auf der Ebene des Lutherischen Weltbundes, nämlich die EKD vertritt ja nicht Luther, sondern der Lutherische Weltbund, ja, das ist die Ebene mit dem Papst zusammen, nicht Deutschland, aber die Deutschen meinen, das ist unsere Ebene, nicht die evangelische Kirche, die weiß das schon, aber manche in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass das Luther-Gedenkjahr dann auf der Ebene Vatikan-Papst mit dem Lutherischen Weltbund da eröffnet wird. Und dass das nicht sozusagen eine deutsche Angelegenheit wird. Das finde ich ist richtig. Und dann werden wir viel ja gemeinsam tun. Wir haben das ja hier in den Texten auch drin. Wir werden hier sehr, sehr viel gemeinsam machen. Wir haben ja einen Briefwechsel zwischen dem Ratsvorsitzenden und mir. Also ich glaube, es hat in all den Jahrhunderten, 500 Jahre ist das ja noch nie eine Gedächtnisfeier für das Jahr 1517 gegeben, das so ökumenisch war, das überhaupt ökumenisch war, das nicht genutzt wird, hoffentlich, das wollen wir tun. Bedford Strom und ich sind da ganz einig zur konfessionellen Abrechnung sozusagen oder zum Gegeneinander, sondern zu einem gemeinsamen Christuszeugnis. Ich finde das wunderbar und da werden wir sehr viel Engagement reinlegen. Papst Franziskus ist ja für Überraschungen gut. Bereiten Sie sich dennoch darauf vor, dass er vielleicht doch noch nach Deutschland kommt? Also ich gehe davon aus, dass das, was ich jetzt weiß, genügt, damit ich das, um das Thema nicht wieder anzusprechen in nächster Zeit. Danke. So, jetzt der Kollege von dpa, wenn Sie kurz ins Mikro gehen, bitte. Herr Kardinal, Bundestagspräsident Lammert vermisst den Mut zur Veränderung bei der Kirche, hatten wir neulich eine Meldung zu. Vor allen Dingen auch im Blick auf 2017 sollte man doch nochmal darüber nachdenken, ob denn die Unterschiede wirklich so groß sind, dass man die Spaltung rechtfertigt. Was sagen Sie ihm dazu? Ja, ich kann manche Ungeduld verstehen, das ist richtig. Aber es ist auch manches nicht so einfach, wie man sich vorstellt, das sei nur eine Frage des Mutes. Das ist natürlich immer, da steht man immer schlecht da, nicht? Wenn man feige ist sozusagen. Ich glaube, es ist nicht die Kategorie mutig und feige, sondern können wir uns wirklich annähern, können wir wirklich einen Konsens finden, können wir wirklich zu einer Sprache finden, die auch nochmal deutlich macht, wir meinen wirklich dasselbe. Und das ist bei der Rechtfertigung ganz gut gelungen. Ob das bei den anderen Themen auch gelingt, muss man sehen. Aber ich würde nicht gerne so diese Kategorien bringen nicht viel, weil man dann immer, bin ich als katholische Kirche immer, habe ich mir den schwarzen Peter. Die anderen haben immer schon gewonnen. Und wir haben immer den schwarzen, also so einfach, glaube ich, ist die Welt der Ökumene nicht. Ralf Oppmann, Radio Horeb. Herr Kardinal, ich möchte noch mal auf das Thema Flüchtlinge zurückkommen. Sie haben vollkommen recht, das Engagement der Kirche muss für alle Menschen in Not da sein. Wir haben in letzter Zeit mit einigen Flüchtlingsseelsorgern gesprochen, die in den Asylaufnahmelagern waren und dort uns berichtet haben, dass die Christen sich dort unterdrückt fühlen, dass sie dort aus sich auch nicht trauen, ihren Glauben zu leben. Uns wurde dann auch gesagt, man hat jetzt ja für Schwulen und Lesben eigene Aufnahmelager eingerichtet. Wenn die Christen zu starker Unterdrückung unterliegen, könnte es dann auch in Frage kommen, solche Einrichtungen nur für Christen zu schaffen? Es wäre eine gewisse Niederlage. Ich will das nicht ausschließen, aber eine Niederlage wäre es ja doch, dass die später zusammenleben müssen, es nicht können. Und da scheue ich mich ein wenig, das einfach schon von vornherein zu akzeptieren. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht, die Spannungen in solchen Einrichtungen sind unabhängig von der Religion gewaltig. Sie haben auch politische Konnotationen. Das dürfen Sie nicht vergessen, mit den religiösen und ethnischen Prägungen gehen ja immer politische einher. Den Nahen Osten müssen Sie immer insgesamt sehen. Die Sunniten und die Schiiten vertragen sich auch nicht. Es geht nicht nur um die Christen. Da können Sie was erleben. Das ist nicht so einfach. Aber nicht wegen des Glaubens alleine, sondern wegen der politischen Haltung, die auch mit eine Rolle spielt.
Wer ist für den, wer ist für den, wer ist für den anderen? Also ein bisschen komplexer ist das. Wir müssen alles tun, damit die Menschen möglichst bald aus diesen Einrichtungen herauskommen. Das ist also, meine ich, das Allererste und Wichtigste, weil das nicht gut ist. Und da können solche Situationen entstehen. Und wir sollten allen, wir gehen all diesen Dingen nach. Wir haben darüber auch gesprochen. Manchmal ist es nicht einfach. Die Christen sagen das nicht, weil sie dann Angst haben. Man weiß gar nicht genau. Es wird ja nicht aufgenommen. Nach einer gewissen Zeit merkt man das erst. Wir haben ja auch umgekehrt von den Muslimen eine ganze Reihe, die getauft werden wollen. Wir haben ja ein ganz, ganz breites Feld. Wir haben andere religiöse Gruppen, die auch Probleme haben. Wir müssen immer insgesamt schauen, aber eine besondere Sorge müssen wir um die Christen haben. Es ist noch nicht ganz absehbar, wie viele Priester etwa aus diesen Ländern auch dann kommen werden, wie die Versorgung sein kann. Wer kann mit ihnen Arabisch sprechen? Ich glaube, wir haben noch nicht den wirklichen Überblick. Wir haben diese einzelnen Punkte, denen muss man dann nachgehen. Und man muss Religionsfreiheit in allen Einrichtungen und in allen Orten Deutschlands garantieren. Das gehört zum Menschenrecht dazu, ganz klar. Muss der Staat eigentlich dafür sorgen, dass das gelingt. Aber wir haben noch nicht den Überblick, also wer ist asylberechtigt? Wer hat eine Bleibeperspektive durch Duldung? Wo werden diese Personen hingehen? Wo konzentrieren sie sich? Wahrscheinlich gehen die Christen dann dorthin, wo andere Christen sind. Das kann man hier schon absehen. Ich sehe es ja in München, wie die chaldäische Gemeinde wächst, die eritreische Gemeinde wächst. Das ergibt sich dann. Und dann beginnt die Seelsorge. Unser wichtiger Punkt ist, dass wir sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf seelsorgliche Betreuung. Und über diese seelsorgliche Betreuung dann auch den Schutz vielleicht organisieren. Wenn man sie trennt, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wahrscheinlich ist das sehr, sehr schwierig, weil man die Daten... Aber da bin ich überfragt, das kann man diskutieren. Wir haben auch hier beschlossen, so einen Flyer jetzt sehr zeitnah auf den Weg zu bringen, zu veröffentlichen, weil wir merken, in den Gemeinden selber sind kaum Kenntnisse da. Was gibt es denn da für verschiedene Kirchen? Sind die orthodox, sind die katholisch oder wie auch immer? Und die jetzt im Einzelnen mal vorzustellen und auch Hinweise über Adressen zu geben, das haben wir uns vorgenommen und das soll auch signalisieren, dass jedenfalls von der Deutschen Bischofskonferenz eine Nähe gesucht wird zu den Christen, die zu uns kommen. Und da sind auch Wissenslücken da und man muss Berührungspunkte schaffen. Also das ist so ein kleines Programm, das hier aufgelegt worden ist. Aber ich möchte eigentlich dazu aufrufen, auch dann, wenn was, müssen wir unserer Caritas und allen, die da sind, auch sehr klar sagen, bitte haltet die Augen und die Ohren offen, damit man diesen Dingen dann auch nachgehen kann und den Vorwürfen nachgehen kann. Es hängt oft, wurde uns gesagt beim Studientag, das Thema haben wir auch diskutiert, ist ja nicht so, als wäre das jetzt ganz neu, es hängt oft an den Betreibern, es sind ja nicht staatliche Betreiber oft, es sind verschiedene Träger, die diese Einrichtungen betreiben, mit denen man reden muss und so weiter. Das muss man, glaube ich, dann im Einzelnen genau nachgehen. Auch da helfen keine pauschalen Beurteilungen. Glaube ich nicht, dass das pauschal einfach geregelt oder beantwortet werden kann. Darf ich das Wort Nähe suchen und seelsorgliches Engagement gerade nochmal aufgreifen? Wurde vielleicht auch in Ihrer Konferenz besprochen, dass die Bischöfe selber ein Zeichen setzen und auch diese Aufnahmelager besuchen, vielleicht auch zusammen mit einem Imam, um auch zu zeigen, dass ein friedliches Miteinander möglich ist? Also besuchen, das geschieht ja immer wieder. Also viele Bischöfe haben das schon getan und werden das auch weiterhin tun, haben engen Kontakt dazu, auch mit den Helferkreisen. Ich habe ja auch Besuche gemacht. Das ist nicht der Punkt. Die Gemeinsamkeit ist noch nicht so ganz einfach. Auch da wieder die Frage Schiiten, Sunniten. Es ist nicht so ganz einfach. Also wir denken uns das, glaube ich, schlichter, als es ist im einzelnen Fall. Aber ich finde das eine gute Idee. Wir sollten als Kirche eben, das haben wir auch diskutiert, einen noch strukturierteren und reflektierteren Dialog mit den Vertretern des Islam machen. Das ist seit ein, zwei Jahren, glaube ich, noch auf unserer Agenda. Es ist nicht ganz einfach, den Ansprechpartner auf der anderen Seite wirklich zu finden, der verlässlich sprechen kann. Aber ich denke, dass das ist auch ein Punkt in unseren Leitsätzen auf der Ortsebene notwendig wäre. Ich muss den Dingen nachgehen. Ich habe keinen Überblick über alles, was passiert, muss ich zugeben, in Deutschland, wäre ganz undenkbar. Aber ich weiß, dass Begegnungen vielfältiger Art passieren, auch zwischen Muslimen und Christen und Pfarreien. Also es ist nicht so, als würde das gar nicht möglich sein.
Inwieweit die muslimischen Gemeinden sind natürlich dann eben, ist die Frage, welche Muslime da sind. Muslime sind nicht gleich Muslime. Ne? Das ist wieder unsere Vorstellung. Vielleicht ist es gut auch zu erwähnen, aus den Bemühungen von dem Erzbischof Heese sind ja jetzt drei Projekte näher in Aussicht genommen worden oder werden angegangen. Und eins der Projekte ist christlich-muslimische Begegnung, aber jetzt nicht irgendwie zu abstrakt, sondern auch mit dem besonderen Blickwinkel, welche Verantwortung übernimmt wer. Also immer auch bitte praktisch werden. Ja? Und auch die Vertreter, die Engagierten auf muslimischer Seite, wie auch immer sie organisiert sind, sozusagen in die Mitverantwortungsübernahme zu bitten, damit man gemeinsam vorangeht. Das ist eines von drei Projekten. Danke. Frau Einig, gehen Sie bitte. Frau Arning noch zum Thema Flüchtlinge. Dann Frau Einig, bitte ans Mikrofon. Regina Einig von der Tagespost. Meine Frage bezieht sich auf das Heilige Jahr. Der Heilige Vater hat ja zum Heiligen Jahr noch einmal besonders um die Wiederentdeckung der Beichte, des Beichtsakraments gebeten, hat auch einen Jubiläumsablass ausgeschrieben. Meine Frage ist, haben die Bischöfe einmal darüber diskutiert, ob man eine überdiözesane katechetische Initiative starten kann, um das Beichtsakrament wieder ins Bewusstsein der Menschen zu heben? Und meine zweite Frage ist, im Folder, den die Bischofskonferenz herausgegeben hat, fehlt ja der Ablass. Da ist ja keine Erklärung dazu gegeben. Könnten Sie Näheres dazu sagen? Weiß ich gar nicht. Ist da, aber ein Link ist, glaube ich, da. Im Internet, ne, glaube ich, ist es da, der Ablass. Ne? Also Ablass und Beichte sind ja zwei Sachen. Das ist ein Unterschied. Also nicht alles zusammenwerfen, sondern die Beichte ist das Zentrale, ist ein Sakrament. Ablass nicht. Alles ja, klar. Also jetzt geht es um Sakrament. Und da habe ich jedenfalls schon mal ein Hirtenwort geschrieben. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat also in seinem Bistum schon mal ein Hirtenwort zur Erneuerung der Beichte verfasst. Und ich habe jetzt den Überblick nicht über alle anderen Bischöfe. Ich vermute, dass das woanders auch ist. Im Rahmen unserer Bemühungen zum Heiligen Jahr ist das natürlich ein Thema. Ich kann aber das nicht, denke ich, von Bonn aus organisieren. Das ist die Verantwortung jedes Bischofs, wirklich die Pastoral aufzugreifen. Wir haben ja damals auch gesagt, das Heilige Jahr muss auch von überdiözesaner Ebene inspiriert werden. Das ist richtig, aber nicht so, als würde den Bischöfen die Arbeit abgenommen. Das wollen wir nicht. Der Weihbischof Bohm macht das gut. Es wird so ein Internetauftritt gemacht. Es werden Hilfen gegeben, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die auch jeder nachlesen kann im Katechismus, aber nochmal anschieben, ne, das Thema. Und ich muss sagen, wir haben jetzt miteinander gesprochen mit einigen Bischöfen. Das beobachte ich schon seit ein, zwei Jahren, vielleicht sogar seit drei Jahren, dass auch ohne das Jahr der Barmherzigkeit das Sakrament Schritt für Schritt wieder wächst, bei uns jedenfalls. Es ist nicht so, als sei das zu Ende. Das kann man gut unterstützen, deswegen habe ich mir das auch vorgenommen gehabt und denke, ein kleines Hirtenwort, ein ermutigendes Hirtenwort zur Erneuerung der Beichte, zur positiven Unterstützung dieser Bewegung, die schon, nicht Massenbewegung, aber die ich spüre, wo ich mich natürlich sehr darüber freue. Könnten Sie das festmachen? Sind das bestimmte Orte, bestimmte Bewegungen? Ja, ich könnte sagen, bei uns etwa im Erzbistum ist es so, und das wird wahrscheinlich bei anderen ähnlich sein, stärker geworden sind manche Orte eben. Nicht mehr die Beichte sozusagen in den Pfarreien oder in den einzelnen kleinen Gemeinden, sondern an den bestimmten Orten. Gut, in München haben wir natürlich St. Michael und Cajetan, und das heißt praktisch, jeder kann zu jeder Stunde eigentlich zum Sakrament der Beichte gehen in München. Und das ist auch eine Tradition. Und ich weiß von den Jesuiten etwa letztes Jahr, dass es gestiegen ist. Also die können das, und da kann ich ja abfragen, was ist der Vergleich der letzten Jahre, und die sagen, das ist mehr geworden. Und das ist immerhin etwas, was man positiv dann natürlich unterstützen und begleiten muss. Ich glaube, darin liegt vielleicht auch die Zukunft des Sakramentes, dass wir stärker Orte haben. Ich habe jetzt wir haben ja 8 Pforten der Barmherzigkeit im Erzbistum, alle mit großer Beteiligung des Volkes geöffnet. Große Beteiligung. Und ich höre von den Pfarrern, ist ja eigentlich, die Tür wird geöffnet, da denkt man, was ist da dran? Aber das ist ein einfaches Symbol, ein starkes Symbol.
Die Leute empfinden das als eine Ermutigung. Dem Ablass fällt es schwerer, das zu verstehen. Man muss das erklären oder muss, vielleicht reicht auch nicht ein Fallblatt oder sowas. Das muss man, glaube ich, dann schon wirklich persönlich mal erklären. Aber es ist nicht ganz einfach. Das muss ich schon sagen. Aber wichtiger wäre mir wirklich das Sakrament der Beichte. Das ist für mich der entscheidende Punkt, das wieder zu entdecken. Das andere ist nicht, gehört nicht zum Zentrum des Glaubens. Das ist auch wichtig und hilfreich, aber das Sakrament der Beichte ist eine zentrale Sache, die wir nicht verlieren dürfen, die wiedergewonnen werden muss. Frau Arning noch und Herr Martin. Sie müssen aber zum Mikrofon runterkommen von Ihrem Podest. Dann kommen Sie schon mal runter. Bitte schön. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben wir derzeit Wahlkampf. Und, ah ja? Ja, und in Rheinland-Pfalz ist es so, dass die Linken mit dem Konterfei des Papstes werben. Was halten Sie davon, dass ausgerechnet die Linken Papst Franziskus zum Aushängeschild ihrer Politik machen? Tja, da müssen Sie die Linken mal fragen, glaube ich. Das ist besser, die zu fragen, wenn Sie schon danach greifen müssen, den Papst. Das ist doch, ach, ich finde das irgendwie schön, ist doch gut. Also wenn die Linken also meinen, mit dem Papst können sie Stimmen gewinnen, tja, ich weiß nicht. Das ist klassisch unkommentiert im Raum stehen, glaube ich. Okay. Aber ich sehe es mit großem Interesse. Interessant, ja. Danke. Kollege von EWTN und dann Herr Maaßen. Herr Kardinal, Sie haben auch das Thema Inklusion angesprochen und dass es auch ein Thema war bei Ihrer Tagung. Meine Frage ist die. Inklusion scheint doch schwieriger zu sein, als man sich das gedacht hat. Es scheint einen Mangel an Kräften zu geben und an Geldern, das umsetzen zu können. Wie sieht die Deutsche Bischofskonferenz dieses Thema? Ist das vielleicht nur eine Traumvorstellung? Gibt es Studien dazu, ob das wirklich umgesetzt werden kann und ob das sinnvoll ist? Oder ob es, ja, ich will es jetzt nicht dem Sozialismus gleichstellen, aber dass alle Menschen gleich behandelt sind und gleich sind natürlich in der Würde, aber gleich behandelt werden können, ist vielleicht doch nicht immer möglich. Ein schwieriges Thema. Das haben wir auch gemerkt. Und das ist mit einigen Sätzen in den Leitsätzen nicht erledigt natürlich. Was heißt Integration? Wohin? Das ist ja nicht nur eine Frage an die, die zu uns kommen, sondern auch eine Frage an die, die hier wohnen, im Blick auf die Zugewanderten. Man kann nicht einfach sagen, Integration bedeutet, ihr werdet alle wie wir. Das ist ja nicht der Sinn. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer darüber nachzudenken, wie das denn wirklich funktioniert. Wir haben da nicht so viel Forschung, wie immer behauptet wird. Wenn man auf die letzten Jahrzehnte schaut, manche sagen, es ist eigentlich erfolgreich gewesen. Ich bin in solchen Gesellschaften wie etwa in Kalifornien gewesen, wo das, oder Amerika Einwanderungsgesellschaft, wo man aber auch sagen muss, na ja, alles hat auch nicht geklappt, ne? Stellt man dann doch fest. Ist ein latenter Rassismus ist geblieben oder andere Schwierigkeiten sind geblieben. Also es ist nicht so einfach. Und deswegen meine ich, kann ich das in wenigen Sätzen nicht beantworten. Das heißt auf jeden Fall, dass wir uns, wenn wir in einer offenen, freien Gesellschaft zusammenleben, wo Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, Sprache, Religion und Kultur zusammenleben sollen. Und ich glaube, dass das eine positive Herausforderung ist, dass das aber ein sehr anstrengendes und sehr anspruchsvolles Programm ist. Und von den Einzelnen eine starke Kraft des Respektes verlangt, den anderen als anderen anzuerkennen und auch von ihm lernen zu wollen und umgekehrt, ohne dass man die eigenen Überzeugungen aufgibt. Also eigene Überzeugungen haben, sogar an die Wahrheit der eigenen Überzeugung glauben und doch dem anderen begegnen mit Respekt, der eine ganz andere Meinung hat. Das ist eine hohe Zivilisationsstufe. Jetzt hat man manchmal den Eindruck, das habe ich ja auch gesagt, dass diese Zivilisationsdecke nicht ganz so dick ist, wie wir gedacht haben. Das ist, in manchen Äußerungen scheint mir das so zu sein. Dass man wirklich sagt, das geht eben nicht, wir brauchen homogene Gesellschaften, Homogenität. Nein, das ist nicht die Zukunft. Aber ich gebe Ihnen recht, ich habe da keine einfachen Antworten drauf. Es geht nur, und da meine ich immer, ist nicht gerade der christliche Glaube, müsste der nicht in der Lage sein, diese Kräfte zu entfalten?
des Respektes auch vor dem anderen, auch in seinem Anderssein, nicht erst dann respektieren, wenn er mir zustimmt. Das ist aber doch Christentum, oder? Ein Teil jedenfalls. Insofern meine ich, ist das Christentum auch ein wesentlicher Baustein für die Gesellschaft der Zukunft. Das ist meine Überzeugung. Die darf ich als Bischof ja haben, denke ich, dass das so ist. Sie haben ohne andere Abzugqualifikation. Ja, Entschuldigung. Ja, Sie haben interessant geantwortet, allerdings, ich habe es leider vergessen zu erwähnen, meine Frage bezog sich besonders auf die Behinderten. Ach, also ja. Thema Inklusion. Ja, Inklusion und Integration habe ich jetzt... Genau, weil ich es... Aber da gilt es, in gewisser Weise ist das ähnlich auch, ne? Weil ich erfahre von Eltern, dass sie wirklich davor flüchten, ihre Kinder mit anderen Kindern in eine Klasse stecken zu lassen, weil sie eben die Befürchtung haben, in dem schwierigen Alter, dass sie dann eben doch das 5. oder 7. oder 20. Rad am Wagen sind und keinen Anschluss finden. Also dass diese Kinder eben nicht so inkludiert werden können, wie man sich das wünscht. Also eine lange Diskussion. Wir haben bei der Bischofskonferenz auch vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal darüber diskutiert. Und auch das ZDK hat ein eigenes Papier dazu gemacht, auch Fragen in die Richtung gestellt. Wir haben ja in Bayern etwa fast über 50% der Förderschulen, sogenannten Förderschulen, sind in kirchlicher Trägerschaft, Kolping-Trägerschaft und so weiter. Und die sagen auch, na ja, das war ja auch nicht alles schlecht, also immer alles zusammenzumachen. Es ist ein Riesenthema. Es erfordert jedenfalls auch eine hohe pädagogische Anstrengung, dass jetzt nicht das eine Begegnung wird, wo das behinderte Kind im Nachteil ist oder die anderen im Nachteil sind, sondern wo eine Begegnung da ist und eine intensive pädagogische Arbeit, die dazu führt, dass beide gemeinsam nach vorne kommen. Das ist eigentlich der Gedanke. Aber da müsste man, glaube ich, pädagogisch intensiv diskutieren. Da bin ich jetzt nicht der Fachmann, der hier letzte Urteile abgibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und das heißt ja auch, dass die Inklusionsklassen, auch die Kindergärten, entsprechend mehr Personal dann brauchen. Das ist ja jetzt schon auch der Fall. Ne? Herr Martin. Kilian Martin, katholisch.de. Herr Kardinal, die Ökumene ist gerade in den vergangenen Wochen wieder ein sehr bestimmendes Thema gewesen, auch in der Kirche in Deutschland, aber auch weltweit. Papst Franziskus hat sich historisch mit dem Patriarchen Kyrill getroffen. Sie haben jetzt auch in den Leitsätzen für die Flüchtlingshilfe der Kirche festgehalten, dass in der Seelsorge besonders Rücksicht genommen werden soll auf orthodoxe Christen. Ist die Ökumene mit den Orthodoxen und den Orientalen zukünftig ein wichtigeres Thema für die Kirche in Deutschland? Oder nimmt man da mit Blick auf das Reformationsgedenken 2017 vielleicht jetzt etwas Rücksicht auf die Lutheraner, sozusagen nicht die Orthodoxen jetzt vorzuschieben, weil sich da mehr bewegt zurzeit? Nein, ich glaube, dass man kann sicher sagen, dass die Orthodoxie wichtiger wird. Sie wird zahlenmäßig stärker bei uns. Sie ist schon stark, etwa in München sowieso. Die griechische orthodoxe Kirche hat die größte Gemeinde außerhalb Athens in Europa, in München. Also das ist eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir guten Kontakt zur orthodoxen Bischofskonferenz, die seit einigen Jahren existiert, auch haben, regelmäßige Treffen der deutschen Bischofskonferenz mit der orthodoxen Bischofskonferenz. Ja, das wird auch so weitergehen. Etwa bei dem Healing of Memories Prozess haben wir deswegen auch gesagt, zwar ist das eine speziell, sagen wir mal, evangelisch-katholische Frage mit dem Jahr 2017 und 1517, aber wir wollen die anderen Kirchen mit einbeziehen. Es wurde die Formel gefunden, als Zeugen sozusagen dieses Versöhnungsprozesses wollen wir die anderen mit dabei haben. Also das soll jetzt nicht wieder eine Exklusion sein, sondern man will sie mit dazu nehmen. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt schneller geht oder weniger schnell geht. Beide ökumenische Beziehungen haben ihre je eigenen Herausforderungen mit der evangelischen, mit der lutherischen Kirche, mit den Calvinisten, mit den russisch-orthodoxen, mit Konstantinopel, mit den Orientalen. Alle haben auch eine eigene Herausforderung. Da würde ich nicht einfach sagen, mit denen geht das schneller, mit denen geht das leichter. Das ist unterschiedlich, da muss man genau im Einzelnen gucken. Wir müssen versuchen, und das ist natürlich ein großer Schritt des Papstes gewesen und auch des Patriarchen, einfach miteinander zu reden. Und das war bis jetzt eben nicht der Fall. Und das ist ein Riesenschritt, dass Moskau und Rom wirklich von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Das ist ein Schub, diese Gespräche zu vertiefen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ein kurzes Wort am Ende sagen, mich herzlich bei meinem eigenen Team bedanken, die hier mit mir in Kloster Schöntal waren, aber auch meinem Team in Bonn herzlich danken, dass das alles dann so läuft, wie es so läuft. Die nächste Vollversammlung ist in Fulda im September, das ist zentral in Deutschland gelegen. Die nächste Frühjahrsvollversammlung im nächsten März wird in Bensberg bei Köln sein, ist auch relativ zentral, auch da eine herzliche Einladung. Nochmal ein herzlichen Dank an das Domradio für den Livestream.